Und jetzt kommt der Test, ob der Hund wirklich leinenführig ist. Und das ist dieser Bindfadentest. Der Bindfaden ist 5 Kilogramm Reißkraft stark. Und wir gehen jetzt durch verschiedene Umweltsituationen in der Stadt. Und wenn der Faden nicht reißt, dann hat der Hund die Leinenführigkeit bestanden. Was? Also wenn er ruhig bei mir geht, darf er natürlich rechts und links schauen. Wenn aber eine Konfrontation bevorsteht, dann sage ich ganz klar Fuß und dann muss er mich anschauen. Beim Bindfadentest ist wichtig, dass der Faden immer locker ist. Der Hund begegnet anderen Menschen, anderen Hunden und das löst einfach ein bisschen mehr Stress aus. Der Hund hat den Test bestanden.